Die Boeing 777X war wohl das am meisten erwartete Flugzeug des Jahres 2019, hat sich dann aber nach den aktuellen Meldungen der letzten Monate zu dem wohl am meisten erwarteten Flugzeug des Jahres 2020 entwickelt. Mit anderen Worten, das Flugzeug verspätet sich. Und jetzt kommt auch noch die Nachricht dazu, dass Boeing erst einmal die eingekürzte Variante des größten Zweistrahlers der Welt und damit den Nachfolger der 777-200 hinten anstellt, die Entwicklung erst einmal auf Eis legt. Was das jetzt zu bedeuten hat und was das eigentlich für ein Flugzeug ist, das Boeing da jetzt erst einmal hinten anstellt, das schauen wir uns heute mal ganz genau an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video am Sonntag. Ich hoffe, es geht euch gut. Beim amerikanischen Flugzeugbauer Boeing steht zum aktuellen Zeitpunkt ziemlich sicher das Wiederfitmachen der 737 MAX ganz oben auf der To-Do-Liste. Und da das in den nächsten Wochen und Monaten auch nach einer möglichst zeitnahen Rezertifizierung der Maschine mit enormen Kosten verbunden sein wird, muss das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt sehr gut mit seinen finanziellen Reserven haushalten können. Boeing erwirtschaftet zwar seit Jahren Milliardengewinne. Im letzten abgeschlossenen Jahr, im Jahr 2018, waren es erstmals über 10 Milliarden US-Dollar, die am Ende des Jahres unterm Strich als Plus auf dem Zettel standen. Und das ist eine ganze Menge Geld, aber jetzt ist es mittlerweile natürlich auch kein Geheimnis mehr, dass mittlerweile über 200 produzierte, vorproduzierte, noch nicht ausgelieferte und damit auch noch nicht bezahlte Boeing 737 MAX nicht mal die größte finanzielle Herausforderung für das Unternehmen darstellen. Der Flugzeugbauer muss damit rechnen, beziehungsweise wird es zum aktuellen Zeitpunkt sicherlich schon ganz genau wissen, dass zahlreiche Fluggesellschaften von überall auf der Welt gegen Boeing klagen werden. Es geht da um massive Gewinneinbußen, um Wachstumsbeschränkungen oder um spontane und damit teure Leasingverträge für Ersatzflugzeuge. Alles aufgrund der Tatsache, dass Boeings 737 MAX seit Mitte März des Jahres 2019 nicht mehr mit Passagieren abheben darf. Und es betrifft auch Fluggesellschaften hier ganz in der Nähe. Sun Express und auch TuiFly sind hier in Deutschland massiv von dem Flugverbot der 737 MAX betroffen. Der Reisekonzern TUI mit seinen insgesamt 5 Fluggesellschaften hatte bereits zum Zeitpunkt des Flugverbotes der 737 MAX 15 Maschinen vom Typ 737 MAX 8 in der Flotte. Und der deutsche Ableger TuiFly hätte im März, also kurz nach dem Flugverbot, seine erste 737 MAX übernehmen sollen, pünktlich zum Sommergeschäft. Daraus wurde dann nichts. Und gerade erst vor wenigen Tagen musste der größte europäische Reisekonzern bekannt geben, dass der Gewinn in den Monaten April bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46% eingebrochen ist. Eine ganze Menge, und das ist eine Rechnung, die man so wahrscheinlich nahezu unverändert an Boeing weitergeben wird. Laut eigener Aussage hat der amerikanische Flugzeugbauer bereits im letzten Monat 4,9 Milliarden US-Dollar für genau solche in den nächsten Jahren immer und immer wieder auftretende Ausgaben zurückgelegt. Das ist eine schwer vorstellbare Summe Geld, aber eine Summe, die uns verdeutlicht, dass Boeing zum aktuellen Zeitpunkt wirklich nicht mit Geld um sich schmeißen kann. Mit anderen Worten, auch wenn man sich bei Boeing für das aktuell laufende Jahr von einem exorbitanten Milliardengewinn und auch von dem Titel größter Flugzeugbauer der Welt höchstwahrscheinlich schon längst verabschiedet hat, auch dann gilt es jetzt, sehr vorausschauend und vor allem auch vorsichtig zu denken und zu handeln. Und das steht großen Projekten, großen teuren Projekten wie eben der Boeing 777X durchaus im Weg. Das teure 777X-Programm deswegen jetzt aber komplett auf Eis zu legen, das ist sicherlich deutlich zu viel des Guten, denn eigentlich sollten die Monate, die man jetzt noch warten muss, bis die 777X auf den Markt kommt und dann auch endlich richtig Geld in die Kassen spülen kann, die sollten ja eigentlich an zwei Händen abzählbar sein. Anders ist es hingegen mit der noch immer tief in der Entwicklung befindlichen Boeing 777-8X, mit dem Nachfolger der 777-200 bzw. der um knapp 7 Meter verkürzten Variante der 777-9X. Die Besonderheit dieser Maschine wird ihre enorm große Reichweite sein. Die 777-8X ist, wenn man denn unbedingt so möchte, ein sogenanntes Ultralangstreckenflugzeug. Damit soll das neue Flugzeug in der zivilen Luftfahrt einen vergleichsweise kleinen, aber eben doch auch sehr prestigeträchtigen Bereich besetzen. Der direkte Vorgänger der Maschine, die 777-200LR, wobei LR für Longer Range steht, war mit einer Reichweite von fast 16.000 Kilometern das Zivilflugzeug mit der größten Reichweite. Im Vergleich zur Standard 777-200 hatte man damals das maximale Abfluggewicht um nahezu genau 100 Tonnen angehoben. Das bedeutet, trotz der Tatsache, dass diese Flugzeuge nahezu identisch heißen und sich ja dann dummerweise auch noch zum Verwechseln ähnlich sind, es sind halt fast die gleichen Flugzeuge, trotzdem darf die 777-200LR mal ebenso einen komplett voll beladenen Airbus A321LR schwerer sein als die ganz normale 777-200.
Bis heute hält genau diese Maschine den Rekord für den längsten Nonstop-Flug eines kommerziellen Flugzeuges. Im Jahr 2005 ist man mit der 777-200LR mit 35 Passagieren an Bord in 22 Stunden und 42 Minuten 21.600 Kilometer von Hongkong in Richtung Osten nach London geflogen. Mit anderen Worten, die 777-200LR, wenn sie denn unbedingt muss, kann auf jeden Fall jedes Städtepaar der Welt nonstop miteinander verbinden. Und das ist eine Fähigkeit, welche die 777-8X noch viel besser beherrschen soll, beziehungsweise mit einer besseren Nutzlast beherrschen soll. Mit einer Rumpflänge von fast 70 Metern ist die 8X übrigens von der Länge her dichter an einer heutigen 777-300ER als an einer 777-200, also die Bezeichnung als Nachfolger der 777-200, so wie ich das jetzt eben auch die ganze Zeit gemacht habe, ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die Boeing 777-8X ist übrigens angedacht als direkter Konkurrent zum Airbus A350-1000. Der kann bereits heute schon mit 365 Menschen an Bord über 15.500 Kilometer weit fliegen. Bei der 777-8X sollen es dann mit der gleichen Menge an zahlender Kundschaft nochmal knapp 600 Kilometer mehr sein. Dabei ist das amerikanische Flugzeug allerdings nicht ganz so sparsam wie der europäische Konkurrent. Über Effizienz und damit verbunden natürlich auch die Sinnhaftigkeit des Ausfliegens solcher Reichweiten lässt sich beim Thema Ultralangstrecken aber sowieso ganz ordentlich diskutieren, denn während bei jedem Flug, egal wie lang der ist, sogar bei Autofahrten, Treibstoff dafür verbraucht wird, um das Gewicht des eigentlichen Treibstoffes zu transportieren, nimmt dieser Effekt bei Ultralangstrecken irgendwann so extreme Ausmaße an, dass sich das Ganze weder mit der Umwelt noch mit der Tatsache vereinen lässt, dass Fluggesellschaften mit solchen Ultralangstrecken im Idealfall ja auch noch Geld verdienen müssen. Wenn wir uns nur zur Verdeutlichung mal kurz vorstellen, dass der Treibstoff an Bord eines Flugzeuges in Blöcken gelagert ist, dann würde das bedeuten, dass man nur für das Transportieren des für die letzte Flugstunde benötigten Treibstoffblocks immer wieder von allen vorherigen Treibstoffblöcken auch immer einen gewissen Prozentsatz abgeben muss. Dazu kommen dann eventuell noch weitere Nutzlastbeschränkungen, damit überhaupt erst eine so große Reichweite ermöglicht werden kann, oder die Tatsache, dass das Flugzeug Stunden benötigt, um Sprit zu verbrennen und damit auch Gewicht zu verbrennen, bis es endlich mal auf einer wirklich effizienten Reiseflughöhe fliegen kann. Im Internet findet man wenigstens für die Boeing 777-200 dafür einen passenden Graphen, der das Ganze mal verdeutlicht. Sind zwar für uns ein paar unhandliche Einheiten mit drauf, aber das lässt sich glücklicherweise schnell umrechnen. Dort lässt sich erkennen, dass das Flugzeug am effizientesten unterwegs sein kann auf Distanzen rund um 2300 nautische Meilen. Das multiplizieren wir jetzt mit 1,852, dann haben wir die Angabe in Kilometern und das sind ungefähr 4300 Kilometer. Bisschen mehr als Hamburg-Gran Canaria oder ziemlich genau München-Doha. Die Verbindung von London nach New York, die wäre da aber beispielsweise schon mehr als 1000 Kilometer drüber. Distanzen wie die 17.000 Kilometer oder beziehungsweise mehr als 9.000 nautische Meilen Routen des Project Sunrise der australischen Fluggesellschaft Qantas, die sind auf diesem Graphen natürlich gar nicht mehr drauf, weil die 777-200 diese Distanzen nicht zurücklegen kann. Aber es lässt sich ganz gut erkennen, wo die Reise dann noch hingeht. Und dann kann man sich tatsächlich mal die Frage stellen, warum solche riesige Distanzen denn wirklich unbedingt nonstop zurückgelegt werden müssen. Ich habe es anfangs schon erwähnt, es ist natürlich ein Vorzeigeprojekt. Es ist eine Prestigenummer. Was wurde bitte für Lärm gemacht um die erste Nonstop-Kangaroo-Verbindung von Perth nach London mit der 787-9? Und genau für solche Geschichten werden dann eben Flugzeuge wie die 777-8X gebaut. Das ist halt eine Nische und das zeigen auch die aktuellen Bestellzahlen. Da steht jetzt gerade 35 mal Emirates auf dem Zettel und 10 mal Katar. Das sind also 45 Flugzeuge, 45 Bestellungen, die den 280 Bestellungen für die 777-9X gegenüberstehen. Das ist nämlich ein Flugzeug, und damit ist Boeing Airbus wirklich einen großen Schritt voraus, das ist ein Flugzeug, was ein wirklich passender Nachfolger für die Boeing 747 ist. Zum aktuellen Zeitpunkt ohne wirklich genau passenden Konkurrenten. Man darf diese beiden Flugzeugtypen, die 8X und die 9X, also vielleicht gar nicht unbedingt so richtig eng zusammennehmen. Das eine Flugzeug wird gerade nun mal sehr dringend gebraucht, das andere Flugzeug legt noch mal ein bisschen mehr obendrauf bei einem Prestigevorhaben gewisser Fluggesellschaften. Und da die 8X zum aktuellen Zeitpunkt noch recht tief in der Entwicklung steckt, es gibt auch kein Flugzeug davon und dort natürlich nur Geld frisst, während die 777-9X trotz der Triebwerksproblematik kurz davor ist, massig Geld zu liefern, da kann man in dieser, ja, gelinde gesagt, kostenintensiven Zeit bei Boeing die 777-8X und deren Entwicklung schon mal so ein bisschen auf der Strecke lassen.
dass man dabei eventuell ein Rennen gegen Airbus verlieren könnte, die mit einem A350-1000 Ultra Long Range bald ein passendes Gegenstück zur 777-8X präsentieren könnten und damit ja auch bei einem Project Sunrise der Qantas punkten könnten. Das ist höchstwahrscheinlich verkraftbar und bleibt auch noch abzuwarten. Und so stoppt Boeing jetzt also tatsächlich die weitere Entwicklung eines New Middle-of-the-Market Flugzeuges, einer möglichen 797, genauso wie die weitere Entwicklung der 777-8X. Das alles, um möglichst viele Ressourcen frei zu haben für die Wiederinbetriebnahme und Rezertifizierung ihres Brot- und Butterflugzeuges 737 MAX. Das ist nachvollziehbar, aber durchaus schade und da kann man nur hoffen, dass die bald schon wieder auf der richtigen Spur unterwegs sind. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ein wirklich großes Dankeschön geht heute noch raus an Sascha und an Klaus. Vielen lieben Dank an euch beide für eine sehr großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Freue ich mich sehr drüber, hilft mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.